war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's es nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Herr Weischatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als... bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich.
sehe davon Ruinen. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Und, Victor? Kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Erschreckend, wie viel jetzt über das Internet läuft. Du kannst doch heiße Ware jetzt bestimmt auf verschiedene Weise loswerden. Ja, schon. Aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Ja, nicht kennen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ein Typen zu chatten, der Antiquitätenmeister 37 heißt. Ja, kann ich mir vorstellen. Nicht viel zu sehen hier. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Zum Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo sind wir diesen Geländewagen? Warte, Sal, weißt du, du hast tatsächlich Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Geschafft! Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer ist es ja immer. Wow! Und gut, alles gut. Ja, aber im Himmel. Auf nach oben. Ein Gegenlenken. So kommen wir nicht vorwärts. Er hat nicht die Räder finden keinen Halt. Nathan, die Felsen. Ich sehe es, ich sehe es. Shit.
langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte. Oh, Harry, mein Rückgrat. Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Verdammte Winde kein einziges Mal benutzen lassen. Okay, haltet euch fest. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Also, Nathan, du glaubst, Avery, Ju und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Große Pläne für diese Winde. So, das sollte reichen.
Ja, hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Ausziehung. Den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von der unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan warten. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, sie hatten es echt einfach. Ja, dauert was. Stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue.
vorbereitet? Wir sind soweit. Sie sind hier! Wir sind soweit. Wir warten nur noch auf Nadines okay zum Schluss. Verfluchter Scheiße! Wir sind nicht alleine! Ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern.
Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge. Er regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher.
die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Einer weg, einer übrig. Die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Ja, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Gut, Patty. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, du hast recht. Geronimo! Ja, jetzt bin ich wirklich wach. Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner, ich war seine Fittiche. Ich hab mir immer Bücher aus der Bücherei bekommen. Hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütz. Auch. Hab mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Ich hab viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht? Ach, verdammt. Seht ihr den Rauch? Oh, schon, ey, langsam. Wir sind sicher. Hm?
Ich spring mal kurz raus. Bis gleich. Bleib da! Hey, hast du was gesehen? Der Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Hab ihn gebeten, einen Brief zu schicken. Und ein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Ha. Seht euch das an. Ist das künstlich oder natürlich? Wohl als auch, würde ich sagen. Okay, worüber haben wir gerade gesprochen? Herrje. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Bevor ich euch beide traf. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittbrocken verkauft, die ich aus Japan geschickt habe. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Das war aber der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne. Aber mit Shoreline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Scheiße! Ich bin die!
sind sicher. Da drin ist. Also, wir sprachen gerade von... Ein Mann der leisen Töne. Aber mit Feuer. Das könnte er bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine. Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, es lässt mich durchdrehen. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Das Ding hier, Airbags? Oder Rettungsschirme? Alle Mann anschnallen!
jetzt bin ich wirklich wach. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Euch das an, Leute. Was ist das? Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Come on, see that, son.
Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Hey, Junge. Ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Ah, Schorlein muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Sei vorsichtig, Junge. Da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Okay, bin oben. Pass auf! Bingo. Sam, Speziallieferung! Au! Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Alle Daten näher ran. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Machst du super, Junge. Halt, halt, Schorlein, Leute. Thank you.
Triebwagen. Muss Ihrer sein. Ausschwärmen. Ich will Sie haben. Meine Warnschüsse. Wer Sie sieht, schaltet Sie auf. Los, los, los! Reicht das, Frau Mann?